Jetzt aber endlich mal ans Wasser. Also auf Maps haben wir gesehen, unser Hotel ist nicht direkt am Meer, aber man kann ja mal ein bisschen laufen. Was man auf Maps nicht gesehen hat, ist der Höhenunterschied von über 500 Metern zwischen unserem Standort und dem Meer. Weil wir nicht 2 Stunden in Serpentinen haben laufen wollen, mussten wir also den Bus nehmen, der auch abenteuerlich gefahren ist, uns aber dann nach einer Dreiviertelstunde nach unten gebracht hat. So, vom Pfeil oben rechts bis hier unten ans Kastell sind wir eine ganz schöne Strecke am Strand heute abgelaufen. Da ist der Schleichweg hier ins Hotel. Den gehen wir jetzt auch da hoch zur Haltestelle. Und wir suchen die Bushaltestelle bei der Post. Und wir suchen endlich Wasser. Und das Wetter scheint uns gewogen. Ihr Armen. Scheint, als seien wir gleich am Meer. Wir haben es geschafft. So, hier am Hafen angekommen haben wir dann mal die erste Pause eingelegt und wollten beide einen leckeren Milkshake haben. Ganz tolles Ding gefunden. Och, ich habe noch nie so einen leckeren Shake getrunken. Pistazie mit Rosmaringeschmack. Es blieb dann auch nicht bei einem. Habe hier einen Schriftzug gesehen, Torre irgendwas. Sie werden eh wieder alle durch. Können wir mal lesen, da steht was. Wieso habe ich jetzt wieder ein Auto hier gespiegelt? Weil hinter dir ein Auto steht. Und weiß es? Ja. Ja, vielleicht mehr Wasserschwimmbad. Und als dann der kleine Hunger kam und wir einen Happen essen wollten,
wurde es sehr, sehr dunkel, obwohl wir ein schönes Plätzchen gefunden hatten. Lupinensamen anstatt Erdnüsse. Lecker! Als ich dann zur Toilette musste, habe ich das erstmal gesehen, wo wir denn waren und wie hübsch dieses Restaurant von innen ist. Ein alter Eisenbahnwaggon. Also der Zug ist tatsächlich mal vor vielen Jahren die Strecke gefahren von hier bis nach den westlichen Orten und ist unheimlich liebevoll und auch mit vielen Originalteilen bestückt. Alte Koffer, die alten Lampen und Gardinen, wunderschön. Ist der echt mal die Strecke gefahren, ja? Estoril. Ja, also morgens gleißender Sonnenschein, herrliches Wetter und dann hier dieser strömende Regen, den wir aussitzen mussten und anschließend ging es zu, ja, das war noch ein etwas weiter Weg zur Bushaltestelle, um den Weg nach oben zu finden. Ein durchwachsener Tag, aber ich glaube, hier waren wir nicht das letzte Mal. Wir sind hier, wo wir uns durch die Büsche schleichen, um einzukaufen, wo wir wohnen, wo wir Ursula von der Leyen sehen. Leider habe ich jetzt das Plakat nicht Wählt CDU, aber irgendwas läuft hier verkehrt. Jetzt werden erstmal unsere Vorräte angegangen und dann schauen wir mal, was morgen so passiert.